Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Malte Persicke. Ich bin wissenschaftlicher Leiter am Center für Lehr- und Lernservices, dem CLS, an der RWTH Aachen. Ich möchte mit Ihnen heute gerne ein bisschen über OpenAI, also über generative KI und ihre Artgenossen sprechen. Mein Ziel für dieses Video ist es, nicht Ihnen eine intensive wissenschaftliche Einführung in ChatGPT zu geben, sondern einfach nur Sie am Ende des Videos davon überzeugt zu haben, dass man sich unbedingt mit ChatGPT auseinandersetzen sollte, und zwar egal in welchem Fachbereich einer Hochschule man sich bewegt, ob es Lehre ist, ob es Forschung ist, ob es Verwaltung ist. ChatGPT reicht in all diese Bereiche hinein, und auch wenn manche Fachbereiche an Hochschulen vielleicht im Augenblick noch nicht so sehr durch ChatGPT sozusagen in Unruhe gebracht werden, so ist doch abzusehen, dass es die ganze Hochschule im Sturm nehmen wird und wir uns in allen Fachbereichen mit solchen Technologien werden auseinandersetzen müssen. Also, legen wir los. Es geht um Chatbots, und ChatGPT ist einer davon und ist derjenige, der im Augenblick in der Presse ganz groß und publik dasteht. Der Weg von ChatGPT, der ist kurz. Sie sehen hier eine Ausstellung von Datenportal Statista, die einmal darstellt, wie lange verschiedene Services, die wir alle vermutlich kennen, gebraucht haben, um den Weg bis zu 1 Million Nutzenden zu machen. Netflix über 3,5 Jahre, und selbst Instagram als Tool, das wir wahrscheinlich alle kennen, hat 2,5 Monate gebraucht, um 1 Million Nutzende zu sammeln. ChatGPT hat das in 5 Tagen geschafft, und nur 2 Monate später war man nicht mehr nur bei 1 Million Nutzer, sondern bei 100 Millionen Nutzenden. Also das ganze Ding ging schnell. Das ist explodiert, auch in der Presse. Und man sieht hier schon, wie viel Interesse dieses Tool generiert hat. Wer steht dahinter? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich mal klarzumachen, dass ChatGPT ein Zusammenschluss von illustren Größen ist, insbesondere diejenigen in der ersten Reihe, die werden Sie kennen. Manche davon auch nicht ganz unumstritten. Deswegen lohnt es sich einmal, drauf zu schauen, was eigentlich diese Personen wollten, als sie sich in 2015 zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir alle geben zusammen 1 Milliarde US-Dollar in das damals neu gegründete Unternehmen OpenAI hinein, um gute AI zu programmieren. Und mit gut ist nicht ein qualitativ besser als alle anderen gemeint gewesen, sondern gut wirklich im Sinne von Wohlmeinen, vom humanistischen Gut. Also AI, die Menschen unterstützt. Nach wenigen Jahren kam dann die weitere Milliarde dazu, wieder im Rahmen einer Funding Round eingesammelt. Und dann in 2023 kam Microsoft, sie haben Bill Gates gerade auch unter den maßgeblichen Personen, die den Start von OpenAI begleitet haben, gesehen. Da hat also Microsoft nochmal 10 Milliarden US-Dollar reingegeben in den Pool, sodass das Unternehmen OpenAI, das eben ChatGPT entwickelt, inzwischen mit 12 Milliarden US-Dollar ausgestattet ist. Das ist eine sehr große Summe. Und sie sollte allen Sorgen machen, die sich die Frage stellen, werden wir bald eine Open Source, eine Open Access Variante von ChatGPT sehen? Ja, es gibt Bestrebungen, auch aus der EU, die sogenannten European Large Language Models und ein solches Modell ist, ChatGPT entwickeln zu lassen. Aber wenn wir uns da die finanzielle Ausstattung anschauen, dann sprechen wir nicht über Milliarden, sondern eher über Millionen. Und man kann so ein bisschen scherzhaft, aber auf der anderen Seite auch gar nicht scherzhaft sagen, das, was ChatGPT an Strom bei seinem Training verbraucht hat, ist ungefähr die Summe von Euro, die gesamte European Large Language Model Förderung im Augenblick hat. Also, wir sprechen hier über Dimensionen, die hier unterschiedlich sind bei der Finanzierung eines privatwirtschaftlich genutzten und auch zur Verfügung gestellten Modells wie ChatGPT versus dem Versuch, eine Open Source, eine Open Access, eine öffentlich verfügbare Variante dieser Technologie zu erstellen. Und daran sieht man schon, da hängen also durchaus ethische Erwägungen dran, politische Erwägungen dran, nämlich die Frage, wollen wir eine solche Technologie einem Konzern eben überlassen, die mit Gewinnerzielungsabsicht durchaus unterwegs ist, oder müssen wir nicht versuchen, diese Technologie in den öffentlichen Raum hineinzubringen? Aber das ist nur eine der vielen Fragen, die wir im Vortrag hier jetzt streifen werden.
Die Timeline sehen Sie hier ganz kurz aufgeschrieben. Es ging los in 2015 mit dem Modell GPT-1. Dann kam zwischendurch GPT-2. Und dann haben wir seit November 2022 GPT-3. Und das ist genau dieses Modell, das hinter ChatGPT steht. Das ist sozusagen die Engine, der Motor, der hinter ChatGPT sich verbirgt und den alle nutzen, die eben ChatGPT in ihrem Alltag mal ausprobiert haben. Diese Engine wird weiterentwickelt. Dieser Motor befindet sich in der ständigen Weiterentwicklung. Wir sind inzwischen bei GPT-4. Wir haben einen Zwischenschritt über GPT-3,5 gemacht und sind jetzt inzwischen seit einigen Wochen, wir befinden uns gerade am Ende des März 2023, haben wir eben ChatGPT-4. Und es ist nicht abzusehen, dass diese Entwicklungstrajektorie so in den nächsten Monaten sich verlangsamen wird. Kommen wir ganz kurz zum Funktionsprinzip. Das kennen Sie alle, aber trotzdem wollen wir es noch einmal streifen, weil es wichtig ist, um zu verstehen, warum ChatGPT sich oft in einer bestimmten Weise verhält und warum auch Chatbots, die auf ähnlichen Technologien aufsetzen, wie eben ChatGPT, alle im Prinzip nach demselben Funktionsprinzip arbeiten. Sie sehen hier die Oberfläche von ChatGPT, das sieht sehr unauffällig aus. Und Sie sehen unten am Bildschirmrand das Eingabefeld, in das der Nutzer dann einfach beliebigen Text einkopieren kann, Fragen, Texte, egal was. Und ChatGPT tritt dann in den Austausch mit dem User, um die Fragen bzw. die Eingaben dort zu beantworten. Wie funktioniert das Ganze? Sie alle haben ein ChatGPT sozusagen schon seit Jahren in der Hosentasche, nämlich in Ihrem Smartphone. Wann immer Sie die Wortvervollständigung der Tastatur Ihres Smartphones genutzt haben, haben Sie im Prinzip Vorläufer von ChatGPT genutzt. Das Funktionsprinzip ist in weiten Teilen dasselbe. Wir als User, wir tippen ein einzelnes Wort ein auf unseren Smartphones, ein Wort wie zum Beispiel Schreib, und dann schaut die Maschine, welche Worte könnten denn danach kommen. Das könnten Worte sein wie das, eine, ein, die, den, mir. Das sind Worte, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als nächstes nach dem Wort Schreib in einem normalen deutschen Text kommen würden. Aber natürlich könnten da auch Worte stehen, die eigentlich keinen Sinn machen. Zum Beispiel Schreib sie. Es gibt wahrscheinlich wenige Sätze im Deutschen, die Schreib sie als Anfang hätten und dann diesen Anfang sinnvoll fortsetzen würden. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, wie sind denn die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Fortsetzungen dieses einen Wortes Schreib, dann gibt es natürlich wahrscheinlichere Worte, die jetzt als nächstes folgen, und sehr viel unwahrscheinlichere Worte, die als nächstes folgen. So. Und wenn wir jetzt entscheiden wollen, Mensch, welches Wort kommt denn als nächstes, dann können wir entweder nach dieser festgelegten Liste von Wortreihenfolgen gehen, das wäre aber eher langweilig, weil dann immer derselbe Text entstünde, oder wir können so ein bisschen würfeln, dann verändern sich sozusagen die Wahrscheinlichkeiten so ein ganz klein wenig, sodass dann nicht immer dasselbe Wort als nächstes ausgewählt würde, sondern jeweils ein anderes Wort. In diesem Falle hier würde das Wort ein ausgewählt, das hat jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit, das kommt als nächstes. Und jetzt geht der ganze Prozess wieder los. Also wieder haben wir eine Liste von möglichen Worten, die als nächstes kommen. Einige wahrscheinlicher, andere davon weniger wahrscheinlich. Und aus dieser Liste wird jetzt wieder ein Wort ausgewählt. Und so wird ein Satz daraus. So funktioniert die Wortvervollständigung bei uns auf den Smartphones. Im Unterschied zu unseren Smartphones geht ChatGPT etwas anders vor. Nämlich, das sehen Sie auf der linken Seite, wir können da nicht nur ein Wort reinschreiben, sondern einen ganzen Text, wie zum Beispiel: Schreibe ein Märchen mit Motiven aus Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen über eine junge Prinzessin, die Zauberkräfte besitzt, mit denen ist sie in der Lage, Eis, Frost und Schnee zu erzeugen. Sie hat eine gleichaltrige Schwester ohne Zauberkräfte, aber mit einem starken Willen. Nach einem Unglück, das unsere Prinzessin verursacht, zieht sich die Königsfamilie aus der Öffentlichkeit zurück. Und jetzt fordern wir sozusagen die KI auf, dieses Märchen zu schreiben. Und die KI, die fängt dann auf der rechten Seite an zu schreiben: Ja, es war einmal eine junge Prinzessin, die mit ihren Eltern, dem König und der Königin, in einem wunderschönen Schloss inmitten eines ewigen Waldes lebte, oder ewigen Winters lebte, und so weiter und so fort. So, und genau das ist der nächste Entwicklungsschritt sozusagen über unsere Text-Wort-Vervollständigung im Smartphone hinaus. Wir können in ChatGPT ganze Texte hineingeben, die können viele, viele Hunderte, inzwischen Tausende Worte lang sein. Und ChatGPT generiert dann eine Antwort, die auf dem gesamten Text basiert, den wir da reinkopiert haben, und eben nicht nur auf einem einzelnen Wort. Das ist sozusagen der große Entwicklungsschritt, der hinter ChatGPT steht. Und wenn wir tatsächlich mal ChatGPT auffordern, so ein Märchen zu schreiben, dann sehen Sie schon, was dabei rauskommt. ChatGPT schreibt dort: Es war einmal eine junge Prinzessin namens
Elsa. Diesen Namen haben wir nicht vorgegeben. Den hat ChatGPT selbst ausgewählt, die mit ihren Eltern, dem König und der Königin, in einem wunderschönen Schloss wohnte. Und ihre Schwester, die heißt auch noch zufällig Anna. Auch das hatten wir nicht vorgegeben. Und wer von Ihnen jetzt die Schneekönigin, das Disney-Märchen Frozen kennt, der weiß, dass Elsa und Anna genau die Namen der beiden Geschwister sind, die in diesem Märchen vorkommen. Und genau deshalb stehen da Elsa und Anna. Weil Elsa und Anna, die beiden Namen sind, die ChatGPT bei seinem Training, das auf vielen, vielen Millionen Quellen aus dem Internet basiert, am häufigsten im Kontext mit Schnee, Königin, Prinzessin und so weiter wiedergefunden hat. Und deswegen tauchen diese beiden Namen da auf. Das ist also kein Plagiat, sondern einfach ChatGPT hat sich hier für diese beiden Namen entschieden, weil das einfach die beiden häufigsten Namen sind und wahrscheinlich mit Abstand die häufigsten Namen, die eben im Zusammenhang mit diesen Schlüsselworten aus unserer Aufforderung, eine Geschichte über eine Schneekönigin zu schreiben, sich ergeben. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem Automaten zu tun, der nichts anderes tut, als wahrscheinliche Wortreihenfolgen zu produzieren. Das macht dieser Automat aber so schlau, dass wir diese Wortreihenfolgen als Menschen sehr oft als einen Text wahrnehmen, der zu 100% schlüssig erscheint, auch grammatikalisch korrekt erscheint. Aber wenn Sie so ein bisschen mit ChatGPT herumspielen, dann werden Sie sehen, da tauchen manchmal einfach grammatikalisch falsche Formulierungen auf. Und da hat sozusagen diese KI, die von deutscher Grammatik, deutscher Rechtschreibung und so weiter nichts versteht, einfach Dinge falsch ausgewählt auf Basis von Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es eben auch so, dass ChatGPT nicht notwendigerweise korrekte Aussagen generiert, sondern einfach nur wahrscheinliche Wortreihenfolgen. Und diese wahrscheinlichen Wortreihenfolgen, die können eben sehr wohl auch zu nicht korrekten Aussagen führen. Es gibt diese Schnittmenge zwischen den korrekten Aussagen und zwischen den wahrscheinlichen Wortreihenfolgen, wo die wahrscheinlichen Wortreihenfolgen eben auch eine korrekte Aussage sind, aber es gibt eben auch einen Bereich, der ja nicht so wahrscheinlich ist als Wortreihenfolge, der also von ChatGPT eher nicht als Antwort generiert würde, der aber korrekt wäre. Und genauso gibt es den Bereich hier auf der linken Seite, der zwar wahrscheinlich ist, aber eben nicht korrekt. Und deswegen gibt es eben diesen schönen Satz aus einem Paper der Kollegen Salden et al. Aus Bochum. Wie jedes auf Statistik und Wahrscheinlichkeit basierende Sprachmodell ist GPT lediglich ein stochastischer Papagei, der eben nur nachplappert, was ihm die Wahrscheinlichkeiten vorgeben, aber das tut er recht eloquent. Und um Sie so ein bisschen einzuschwingen auf das, was ChatGPT eigentlich kann, habe ich ein paar Anwendungsbeispiele mitgebracht. Das erste Anwendungsbeispiel, das habe ich hier, da sage ich Hello, also Hallo ChatGPT. ChatGPT antwortet auf Englisch, dann sage ich, hör mal, da kannst du nicht Deutsch sprechen? Und ChatGPT sagt, ja klar, kann ich auf Deutsch sprechen. Und dann sage ich, formuliere 5 Klausuraufgaben zum Thema Merge Sort, das ist eine Aufgabe aus der Informatik. Das tut ChatGPT. Und dann sage ich, ja, gib mir mal die Antwort auf eben Frage 3 mit Code und ChatGPT generiert eine Antwort auf die Frage 3, die es selbst vorher generiert hat, inklusive Code. Jetzt müssen wir direkt hinzufügen, einschränken, dieser Code, der läuft so nicht. Da sind ein paar Fehler drin, die man als Mensch relativ schnell erkennen würde, aber mit sehr wenig Aufwand ist dieser Code zum Laufen zu bringen. Und auch die Antworten von ChatGPT auf diese Frage, Merge Sort, bitte formulier mir da ein paar Klausuraufgaben, die sind sehr, sehr gut. Ich habe das mal mit InformatikerInnen rückgespiegelt und die haben gesagt, das sind völlig okay Klausuraufgaben, die würden wir in absolut ähnlicher Weise stellen. Die sind nicht mal auf einem einfachen Niveau, sondern durchaus auf einem höheren Niveau. Und die Antwort, die ChatGPT hier also gegeben hat, das wäre eine zu 100% akzeptable Antwort in einer Klausur gewesen, mit Ausnahme der Tatsache, dass der Code einfach nicht ausführbar gewesen wäre. Aber wenn man tatsächlich diesen Code eben nicht nach der Ausführbarkeit bewertet, sondern ob er in die richtige Richtung führt, dann hätte dieser Code sehr viele Punkte bekommen. Also man sieht schon hier, ChatGPT hat nie programmieren gelernt, aber kann Aufgaben auf Hochschulniveau generieren und auch beantworten. Ich habe hier dann mal gedacht, Mensch, gehen wir mal eins runter so von den Hochschulen, runter zu den Schulen. Ich habe mir mal Klausuraufgaben aus dem Zentralabitur angeschaut und das hier ist eine aus der Mathematik. Also da wird ein Rechteck ABCD in einem zweidimensionalen Koordinatensystem definiert und dann wird ein Graph einer Funktion eben eingefordert und man soll nun als Schülerin oder Schüler im Abitur das Verhältnis der Inhalte der beiden Teilflächen generieren. Auch das habe ich mal in
ChatGPT reinkopiert. Da kommt eine Antwort mit einer Tabelle, da wird ein Bild generiert, das war hier jetzt nicht mehr abrufbar. Und man kann hier sehen, ChatGPT beantwortet diese Frage erstmal mit sehr viel Text. Und dann kommen Rechnungen und diese Rechnung am Schluss, die führt nicht zum richtigen Ergebnis. Das richtige Ergebnis dieser Zentralabitursaufgabe wäre die Zahl 6 gewesen. Und ChatGPT, wenn man mal ausrechnet, was da rauskommt, was ChatGPT da unten generiert, dann wäre da 6,75 dabei herausgekommen. Aber der Rechenweg, der war weitestgehend korrekt. Wenn man also diesen Rechenweg als Schülerin oder Schüler durchgegangen wäre und eben die Rechenfehler, die ChatGPT da macht, korrigiert hätte, dann hätte man das richtige Ergebnis erzielt. Und vor allem, das absolut Verblüffende an der ganzen Sache ist, ChatGPT hat nie rechnen gelernt. Also ChatGPT weiß nicht, was Plus, Minus, Mal, geteilt und so weiter sind, sondern ChatGPT hat auch das nur auf Basis des Trainings mit vielen Millionen Internetquellen gelernt. Da waren halt ein paar Mathematikaufgaben dabei und ChatGPT weiß, was als wahrscheinlich nächstes Zeichen, als wahrscheinlich nächstes Symbol bei einer mathematischen Aufgabe kommt und so wird diese Mathematikaufgabe beantwortet von ChatGPT. Also absolut verblüffend, dass das funktioniert. Dann habe ich mal gedacht, wir gehen mal wieder ein bisschen mehr in den Hochschulkontext rein. Ich habe ChatGPT aufgerufen, schreibt mal eine Modulbeschreibung für ein Studiengangsmodul zum Thema Digital Transformation im Umfang von 5 ECTS. Und Sie sehen schon, das, was da rauskommt, das ist eine absolut plausible und so direkt in ein Modulhandbuch zu übernehmende Modulbeschreibung. Da waren eigentlich keine Lernziele drin. Jetzt habe ich auch noch aufgefordert, mach mal ein paar Lernziele dazu und da kommen tolle Lernziele dabei raus. Ich habe mir das mal angeschaut und würde sagen, diese Modulbeschreibung könnten wahrscheinlich sehr viele Hochschulen als völlig plausible, akzeptable Modulbeschreibung inklusive Lernziele für ein Modul zur digitalen Transformation in ihren Modulkatalog aufnehmen. Also da ist gar nichts Falsches dran. Wir sehen also, das Ding kann eine ganze Menge und vor allem kann es immer mehr. Ich habe die Beispiele, die Sie gerade gesehen haben, mit ChatGPT 3,5 generiert. Das ist vom Stand Februar 2023. Wir haben jetzt März, wir sind bei ChatGPT 4. Und wenn ich die gleichen Aufgaben jetzt noch einmal stellen würde, dann wären die Antworten nicht nur anders, sie wären besser. Insofern, Technologie schreitet ein wenig voran. Und entsprechend haben sich in der Presse, aber auch in den Hochschulen so einige Technologiemythen etabliert, auf die ich jetzt gerne eingehen würde, weil es wichtig ist, dass wir die aus dem Weg räumen, um einen klaren Blick zu haben darauf, was kann ChatGPT für uns in den Hochschulen eigentlich auslösen, wie kann es uns helfen, an welchen Stellen bedroht es uns aber vielleicht auch. Also erstens, ChatGPT ist eine neuartige Technologie für Hochschulen. Ganz im Gegenteil, es gibt diese Idee, Maschinen zu nutzen, um Texte zu generieren, schon deutlich länger. Sie kennen wahrscheinlich, oder viele von Ihnen kennen wahrscheinlich mindestens eins dieser beiden Bücher. Das ging seinerzeit auch durch die Presse. Das Buch auf der linken Seite ist von Beta-Writer geschrieben worden. Das ist also ein Buch, dessen Texte komplett maschinengeneriert sind. Auf der rechten Seite haben wir ein Buch, das von menschlichen Editoren, von menschlichen Herausgebern sozusagen kuratiert worden ist, aber dessen Texte weitestgehend von einer KI ausgewählt und geschrieben worden sind. Also hier sozusagen eine Kollaboration zwischen KI und Menschen, später als die rein durch KI generierte Buchpublikation. Also, wir kennen das an Hochschulen bereits. Dann haben wir ganz oft wahrscheinlich in der Presse schon gelesen und gehört, ChatGPT halluziniert und gibt falsche Antworten. Ist das so? Ja, das war so, aber das ist nicht mehr ganz so. Also hier habe ich mal gefragt, was ist die Summe von 9 und 4? Und dann sagt ChatGPT, ja, die Summe von 9 und 4 ist 13. Und dann sage ich, das stimmt nicht. Und dann sagt ChatGPT, Entschuldigung, Sie haben recht, das war ein Fehler meinerseits. Okay, aber als nächstes kommt, die Summe von 9 und 4 ist 13, nicht 12. Vielen Dank für die Korrektur. Das heißt, ChatGPT versucht hier, meine Korrektur und das Wissen darum oder den Glauben darum, dass 9 und 14 eben 13 ergibt, miteinander in Übereinstimmung zu bringen und entschuldigt sich für einen Fehler, den es gar nicht gemacht hat, um am Ende doch beim richtigen Ergebnis anzukommen. Das heißt also, die Berichte, die man aus dem November letzten Jahres, aus dem November 22 hatte, dass man ChatGPT zum Beispiel dazu bringen konnte, zu behaupten, dass 2 plus 2 nicht 4 ist, sondern eine andere Zahl ergibt, das funktioniert mit neueren Versionen nicht mehr. Ebenfalls funktioniert es nicht mehr, ChatGPT von offensichtlich falschen wissenschaftlichen Fakten zu überzeugen. Zum Beispiel, wenn man aktuell versucht, ChatGPT davon zu überzeugen, dass die Erde flach ist, dann ist ChatGPT durch
keine Frage, durch keine Prompts dazu zu bringen, zu behaupten, die Erde sei flach, sondern es stellt immer den Hinweis vorweg, aus wissenschaftlicher Sicht ist sichergestellt, dass die Erde nicht flach ist, aber um dir, Nutzer, jetzt ein bisschen entgegenzukommen, ich tue mal so, als würde ich das vielleicht auch glauben, aber es kommt immer diese Einschränkung, die Wissenschaft ist sich einig, das stimmt nicht, und exakt diesen Hinweis auf etablierte, auf nicht zu bezweifelnde wissenschaftliche Fakten, den gibt es an verschiedenen anderen Stellen auch. Also ChatGPT hat da dazugelernt und lässt sich nicht mehr aufs Glatteis führen an eben vielen verschiedenen Stellen. Es gab auch lange die Berichte, dass zum Beispiel von ChatGPT generierte wissenschaftliche Literaturlisten einfach ausgedacht seien, dass also weder die Titel noch die Autoren noch Internetlinks auf eben die dort zusammengestellten Artikel tatsächlich existieren. Ja, auch das war am Anfang so, aber wenn Sie mal diese Liste hier durchgehen, dann werden Sie sehen, diese Artikel gibt es alle und auch die Links darauf, die DOIs, sind korrekt. Das heißt, hier stimmt die Literaturliste. Das trifft immer noch nicht für alle Bereiche der Wissenschaft zu, gerade für solche Bereiche, die, ja, sagen wir mal, vom Forschungsfeld hier etwas kleiner sind, da kommt es immer noch vor, dass ChatGPT Quellen halluziniert, sich also Quellen ausdenkt, die es so gar nicht gibt. Aber das ist einer der fundamentalen Bereiche, an denen die OpenAI-Entwickler, die also hinter ChatGPT stehen, massiv gearbeitet haben. Das heißt, gerade diese Überprüfung von Fakten durch ChatGPT und auch das Rekurrieren auf Fakten hat sich in den neueren Versionen deutlich, deutlich verbessert. Und genau darauf muss man achten, wenn man eben solche Einschränkungen hört. Man muss immer fragen, um welche Version von ChatGPT geht es eigentlich? Und ChatGPT zeigt das zum Glück an. Sie sehen das unten links. Ich habe dort mit der Februar 13 Version gearbeitet. Aktuell ist, glaube ich, die März 23 oder März 24 Version. Das heißt, immer darauf achten, über welche Version ist da die Rede, wenn Sie mit Personen sprechen und dort solche Behauptungen eben kommen. Das mag nicht nur eine Behauptung sein, das kann richtig gewesen sein, aber es ist gut möglich, dass eben diese Kritik an ChatGPT, an ja, Fehlfunktionen von ChatGPT so aktuell in der aktuellen Version nicht mehr existent ist. Wir haben auch die Hoffnung gehabt, längere Zeit, dass künstlich generierte Texte erkannt werden können. Und dazu muss man sagen, ganz klares Jein, mit aber einer stärkeren Betonung auf das Ein als auf das Ja. Es gibt Ideen, wie man solche Texte mit Wasserzeichen ausstatten könnte, sodass eine entsprechende Analysesoftware sofort erkennen würde, dass es sich um einen KI-generierten Text handelt. Es gab auch erfolgreiche Versuche, dass man Texte aufgrund von textanalytischen Maßen, wie zum Beispiel der Entropie, als künstlich generierte Texte entlarven konnte. Auch das ist mit neueren Versionen von ChatGPT nicht mehr so einfach möglich. Man kann ChatGPT zum Beispiel sagen, schreib einen Text wie Ernest Hemingway, und dann kommt da ein Text dabei heraus, der eben wie ein Text von Ernest Hemingway sich liest. Und entsprechend könnte man sich eben auch vorstellen, dass man dort andere Aufforderungen reingibt, die dann also dafür sorgen, dass diese klassischen Maße, die man am Beginn von eben ChatGPT entwickelt hat bzw. eingesetzt hat, die generative KI als Quelle zu entlarven, dass die einfach heute nicht mehr funktionieren. Und das ist so ein Hase-Igel-Rennen, bei dem ich sehr zuversichtlich bin, dass der Hase, nämlich ChatGPT sozusagen, auf jeden Fall in the long run die Oberhand behalten wird und es immer schwerer wird, solche Texte tatsächlich als künstlich generiert zu erkennen. Wir haben aktuell so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl auch aus der Presse, dass ChatGPT alternativlos ist. Man hört überall nur ständig ChatGPT, als gäbe es keine alternativen Sprachmodelle, als wären nicht auch viele andere Institutionen damit beschäftigt, Sprachmodelle zu entwickeln, die zwar eine ähnliche Technik einsetzen wie ChatGPT, die aber von ChatGPT losgelöst sind, und entsprechend ist das auch so. Also ich habe Ihnen hier nur mal eine Website mitgebracht, die ChatGPT-Alternativen auflistet. Teile davon basieren auf ChatGPT. Es sind also nur Anwendungen von ChatGPT. Es gibt aber auch tatsächlich Technologien und eben Webseiten, die auf anderen Technologien aufsetzen, zum Beispiel auf von Google programmierter AI, die sich Bard nennt, also wie der Barde. Ganz klar, ChatGPT dominiert aktuell die öffentliche Wahrnehmung, ist aber mit Sicherheit nicht die einzige Alternative. Ein ganz spannendes Tool für die Wissenschaft, Entschuldigung, habe ich Ihnen hier mal an der Stelle mitgebracht, das ist nämlich Consensus.
Konsensus basiert auf einem Hybrid aus ChatGPT und tatsächlich einer echten Literaturrecherche. Da kann man also Forschungsfragen reinschreiben und Konsensus sucht Forschungsquellen, also tatsächlich existierende Forschungsliteratur zu dieser Frage zusammen. Und wenn man die Fragen als Ja-Nein-Frage stellt, dann sagt Konsensus eben auch, wieso die aktuelle Befundlage ist, wie viele Artikel nämlich eher dem Ja zu neigen, wie viele Artikel eher einem Nein zu neigen und wie viele Artikel unentschlossen sind. Wenn man da zum Beispiel Fragen zum Klimawandel eingibt, dann ist völlig klar, dass dort das Ja, der Klimawandel ist eben menschengemacht, fast bei 99% liegt. Bei anderen Thematiken aber natürlich auch nicht, sodass man hier sehr schnell einen Überblick über ein komplettes Forschungsfeld bekommen kann, der KI generiert ist. Und man bekommt dort Quellen angegeben und nicht nur das, man bekommt sogar Zusammenfassungen dieser Quellen angegeben und kann jetzt tiefer eintauchen. In die Quellen. Eine andere Möglichkeit, die auch schon ein wenig länger eben bekannt ist, ist die Generierung von Bildern aus Text. Da spricht man von DALL-E oder DALL-E. Das ist ein AI-Modell, das Text entgegennimmt und daraus Bilder generiert, die eben den Vorgaben aus dem Text entsprechen. Sie sehen dort unten ein Bild, das auf den Hinweis, ich möchte gerne a futuristic cyborg poster hanging in a neon lit subway station generiert worden ist. Ich habe da mal eingegeben, mach mir mal ein Art Drawing of a university student with a happy robot und da kommt das hier als eines der Ergebnisse dabei raus. Also man sieht schon, man könnte sich sogar Abbildungen, Grafiken für Veröffentlichungen inzwischen von AI generieren lassen. Man liest auch immer wieder, dass ChatGPT doch irgendwann mal auf einem Plateau ankommen muss. Das nimmt so ein bisschen diese alte Weisheit aus der IT-Technik auf. Mehr Blech hilft irgendwann nicht mehr. Das heißt, irgendwann ist man an einem Punkt angekommen, wo einfach nur mehr Server oder mehr Speicherplatz bereitzustellen nicht mehr dabei hilft, die Performance eines IT-Systems zu verbessern. Es scheint aber so zu sein, dass ChatGPT da noch lange nicht angekommen ist. Im Augenblick sind wir immer noch auf einem Teil der Kurve sozusagen, sagen, wo jedes Terabyte mehr Speicherplatz und auch jedes Gran mehr Bandbreite und mehr Rechenkapazität tatsächlich zu einer Verbesserung des Modells, zu einer Verbesserung der Ergebnisse führt, die eine solche KI generiert. Wir sehen das hier mal am Beispiel, da haben wir ein paar KI-Entwicklungsschritte, also GPT-1 ganz links. Was dort angegeben ist, ist die Anzahl der Parameter in so einem Modell, das ist ein relativ abstrakter Begriff. Man kann sich Parameter in so einem KI-Modell aber einfach vorstellen als die Anzahl der Synapsen im Gehirn. Das heißt, je mehr, desto besser sozusagen. Und wir sehen da, dass die erste GPT-Version mit 0,11 Milliarden Parametern eben an der Stelle begonnen hat. Sie sehen oben Billions, also Billions ist eben das Englisch, das US-amerikanische Maß für die deutsche Milliarde. Wir sehen dann eben GPT-2, da waren wir schon bei 1,5 Milliarden Parametern angekommen und bei GPT-3 sind wir bei 175 Milliarden Parametern angekommen, also 175 Milliarden Synapsen im menschlichen Gehirn. Das klingt erstmal nach sehr viel, ist es aber gar nicht. Da sind wir immer noch weit unterhalb eines Faktors von einem Tausendstel der Synapsen im echten menschlichen Gehirn. Also das heißt, da sind wir noch lange nicht angekommen. Aber jetzt kommt Google und sagt, wir sind deutlich besser. Wir haben jetzt ein Trillion Parameter. Also das wäre jetzt im Deutschen das eine Billionen Parameter Modell entwickelt. Davon haben wir noch nicht so viel gesehen. Das ist eben dieses BARD-Modell. Aber Google ist mal einen Schritt weiter gegangen. Die haben die Zahl der trainierbaren Parameter mal eben verfünffacht, was auch ganz schön gut ist. Aber dann kam sehr schnell auch die Ankündigung, jetzt kommt GPT-4. Das ist im Februar 2023 gewesen oder Anfang März 2023. Das war eine Vorankündigung von Microsoft. Sie erinnern sich, in 2023 im Januar hat Microsoft sich mit 10 Milliarden bei OpenAI eingekauft, um eben ChatGPT in eigene Produkte integrieren und weiterentwickeln zu können. GPT-4 ist inzwischen raus, wie auch wir als Enduser können das benutzen. Und dann kam jetzt kürzlich noch die Ankündigung, Microsoft baut ChatGPT in Microsoft Office, also Microsoft 365 ein, und zwar unter dem Namen Copilot. Sie sehen da nur ein Beispiel von dem, was der Copilot können soll, zum Beispiel eben eine OneNote,
ein OneNote-Notizbuch zu nehmen, wo man zum Beispiel Meeting-Notizen reingeschrieben hat. Dann geht man rüber in Word, ruft Copilot auf und sagt, hör mal Copilot, schreib mir doch mal bitte einen Forschungsantrag zu den Notizen, die du dort in dem OneNote auf der OneNote-Seite findest. Und dann kommt da ein ganzer Forschungsantrag dabei raus. Es lohnt sich einfach mal bei Google nach Microsoft Copilot zu suchen. Aktuell ist der erste Treffer ein Link auf das Blog von Microsoft. Da gibt es eine schöne Videoillustration dessen, was Copilot angeblich können soll. Wir als Öffentlichkeit sozusagen haben das noch nicht austesten können. Das wird aber sehr bald passieren. Und Microsoft kündigt da unter anderem so Funktionen an, wie in PowerPoint sagen zu können, mach mir mal eine Folienpräsentation mit 10 Folien zum Thema XY fertig, in Excel sagen zu können, werte mir diese Daten doch mal bitte aus und ich möchte Folgendes wissen. Oder in Microsoft Teams sagen zu können, Mensch, ich bin jetzt gerade 20 Minuten zu diesem Teams-Meeting gekommen, gib mir mal den Stand der Diskussion bis hierhin in 5 Bullet Points an und dann macht Teams das. Also von daher, wie wir sehen an der Stelle, die Weiterentwicklung sind mehr als rasant. Das ganze Ding bleibt keinesfalls stehen, da ruht sich niemand aus auf den aktuellen Lorbeeren, sondern es kommen mehr und mehr Funktionalitäten dazu. Wir sehen bei der Integration von ChatGPT in die Microsoft-Suchmaschine Bing, dass es an der Stelle ja noch so ein paar Probleme gibt. Also es gibt zahlreiche YouTube-Videos, die Sie sehr schnell finden, wo man sieht, dass Bing auch ja teilweise Antworten gibt auf Basis dieses ChatGPT-Modells, das da offenbar eingebaut ist, die alles andere als zielführend sind. Aber da kann man sich eben auch wie bei ChatGPT selbst darauf verlassen, das wird besser werden. Wie viel besser wir da an Fortschritten erwarten können, das sieht man alleine an ChatGPT 4. Also GPT-3 wurde im Januar 2023, am 23.01. benutzt, um damit die Aufgaben des sogenannten US-amerikanischen Bar Exams zu beantworten. Das ist das Staatsexamen sozusagen, das man in den USA bestehen muss, um als Anwalt in der jeweiligen Anwaltskammer zugelassen zu werden. Das ist ein sehr komplexer, auch sehr schwieriger Test. Und da hat man einfach diese Aufgaben ohne weiteres Training in ChatGPT reinkopiert und gesagt, schreibt mal Antworten dazu. Und im Januar 2023 hat eben GPT-3 diese Prüfung bestanden, allerdings mit einer unterdurchschnittlichen Note von C+. Da waren die meisten menschlichen Teilnehmenden besser. Und dann dauert das keine 2 Monate oder etwas mehr als 2 Monate, nein, keine 2 Monate, tatsächlich nämlich am 15. März, als dann ChatGPT-4, also GPT-4 zur Verfügung gestanden hat, dann hat man wieder GPT-4 mit diesem Bar-Exam dann auch gefüttert und da kommt dabei raus eine Note von B+. Und B+ ist plötzlich besser als fast alle menschlichen Teilnehmenden. Also eine stark überdurchschnittliche Note. Das heißt, wir sind in nur 2 Monaten von einer unterdurchschnittlichen Note bei einem realen Examen hin zu einer überdurchschnittlichen Note gekommen. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wo wir so in 12 Monaten sein werden. So, und damit sind wir bei uns, bei den Hochschulen nämlich. Was sind denn Einsatzgebiete bei uns? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, die den Umgang mit ChatGPT zu diesem immer noch sehr frühen Zeitpunkt schon mal ganz gut illustrieren. Die Ruhr-Universität Bochum, die hat jetzt schon einen Workshop, also ein Weiterbildungsangebot aufgesetzt, das eben Bewerben mit ChatGPT und Co. adressiert, um eben die KI für einen gelungenen Berufseinstieg erfolgreich zu nutzen. Also hier eine finde ich, sehr, sehr proaktive, konstruktive Nutzung dieser Technologie, um den eigenen Karriereweg besser zu machen. Es gibt andere Hochschulen, wie zum Beispiel die Universität Tübingen, die Nutzung von ChatGPT beschränkt haben, und zwar vor allem im Prüfungskontext. Das heißt, natürlich wollen wir nicht, dass plötzlich ganze Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten mit Hilfe von ChatGPT geschrieben werden und da die Studierenden eigentlich sehr wenig Eigenanteil haben. Und deswegen haben sich ganz viele Hochschulen und eben auch die Universität Tübingen dafür entschieden, Regularien zu erlassen, die Nutzung solcher generativer KI-Systeme für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen einschränkt. Was ja zunächst mal wie eine sehr sinnvolle Idee klingt. Wir werden aber gleich sehen, wie weit das wirklich tragen kann. Und es gibt dann eben auch Hochschulen wie zum Beispiel die Universität Siegen, die ganz klar sagen, wir müssen erstmal gucken, was bedeutet das eigentlich für uns? Was bedeutet das eigentlich für die Hochschulen und die im Augenblick in verschiedenen Formaten sich erstmal überhaupt einen Überblick darüber verschaffen möchten? Was sagen unsere Fachbereiche dazu? Was sagt die Verwaltung dazu? Was sagen Forschung und Lehre zum Einsatz von eben ChatGPT? Welche Fragen stellt diese neue Technologie an uns? Welche Antworten müssen wir darauf finden? Welche Lösungen gibt es? Und wo müssen wir auch aktuell vielleicht sagen, haben wir noch gar keine Vorstellung, wie das weitergeht.
Ganz wichtiges Paper, das vor einigen Wochen erschienen ist, ist das Paper, das die Ruhr-Uni Bochum in Auftrag gegeben hat. Sie finden das hier unter diesem QR-Code mit der angegebenen DOI-Nummer, das sich mit den didaktischen und rechtlichen Perspektiven des KI-gestützten Schreibens in der Hochschullehre befasst. Der erste Teil ist sehr stark auf die Schreibdidaktik fokussiert. Der zweite Teil greift dann Rechtsfragen auf, und auf beide Teile werde ich jetzt im verbleibenden Teil dieses Impulses kurz eingehen. Also, was können wir uns denn für Szenarien an Hochschulen vorstellen? Natürlich können wir ChatGPT nutzen, das haben wir schon an mehreren Stellen in diesem Vortrag gesehen, um zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten zu recherchieren, zu verfassen, auch zusammenfassen zu lassen. Wir können Texte generieren lassen, Illustrationen, Übersetzungen und so weiter, und zwar nicht nur in der Lehre, nicht nur in der Forschung, sondern hier haben wir ein massives Anwendungsfeld, auch in den Hochschulverwaltungen, wenn Texte generiert werden müssen, wenn Antworten auf Anfragen geschrieben werden müssen. Da könnte man sich natürlich sofort vorstellen, dass dort solche generative KI einen großen Teil des aktuell noch von Menschen übernommenen Arbeitsaufwandes eben übernimmt, sodass dann Zeit frei wird in den, glaube ich, an vielen Stellen stark überlasteten Hochschulverwaltungen, sich mit den komplexeren Fragestellungen zu befassen, die auch zum Alltag gehören. Entsprechend haben wir aber natürlich auch die Generierung von Prüfungsaufgaben. Was haben wir heute schon an mehreren Stellen gesehen? Wir können uns Prüfungsaufgaben für verschiedenste Fächer generieren lassen. Viele Kolleginnen und Kollegen von mir aus den verschiedensten Fachbereichen, aus der Anglistik, aus der Informatik, aus der Mathematik, aus der Chemie, nutzen dieses Tool, um Prüfungsaufgaben zu generieren. Oft in sehr spezialisierten Fachgebieten kommen dann noch nicht so gute Dinge dabei raus. Aber auch das eignet sich ja, um dann den Studierenden solche Aufgaben vorzusetzen, inklusive der Lösung, und zu sagen, guck mal nach, stimmt das eigentlich, was die KI da generiert hat, und an welchen Stellen sehen wir, dass es einfach nicht stimmt. Also eine sinnvolle didaktische Integration solcher KI-generierten Texte in die tatsächliche Lehre. Aber, und das ist natürlich auch für uns ganz wichtig, wir haben es auch mit Ghostwriting und mit Täuschung zu tun. Studierende können solche Systeme nutzen, um Prüfungsleistungen zu erbringen. Wir sind da eher nicht im Bereich der Präsenzprüfung, wo wir die Studierenden im Hörsaal haben oder auch im E-Prüfungssaal und wo wir relativ genau kontrollieren können, was die eigentlich machen, welche Tools sie da gerade nutzen, sondern wir sind sehr stark im Bereich der Hausarbeit, der schriftlichen Abschlussarbeit, der Bachelor- und Masterarbeiten. Aber da können wir uns natürlich sofort vorstellen, dass es dort zu Ghostwriting und Täuschung kommt. Wir müssen uns aber jetzt erstmal die Frage stellen, sind das überhaupt zwei Begriffe, die wir benutzen dürfen im Rahmen von eben ChatGPT? Vorher aber möchte ich Ihnen noch ein Beispiel mitbringen, das zeigt, wie weit wir da eigentlich tatsächlich schon sind. Der Kollege Martin Ebner von der TU Graz hat ganz kürzlich einen MOOC an der Stelle veröffentlicht, der ausschließlich aus KI-generierten Materialien besteht, und selbst den Filmteaser für diesen Kurs haben die Kollegen aus Graz mit KI erstellen lassen. Also ein komplett KI-generierter und nur von Menschen sozusagen kuratierter Kurs, was vor 3 Monaten völlig undenkbar gewesen wäre. So, jetzt aber zu den Rechtsfragen. Da geht eben dieser Text, dieses Gutachten, das die Ruhr-Uni Bochum in Auftrag gegeben hat, drauf ein. Verfasst wurde dieser Teil des Gutachtens vom Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster. Das ist das Institut, das auch hinter dem Rechtsinformationsdienst der DHNRW steht, also ein sehr, sehr renommiertes Institut, das dem Land NRW schon an vielen Stellen mit Rechtsgutachten unter die Arme gegriffen hat. Und da stehen 4 entscheidende Dinge drin. Erstens nämlich, wer ist eigentlich Urheber oder Urheberin an KI-generiertem Text? Und da müssen wir ganz klar sagen, die Software, KI-Software, kann keine Autoren oder Urheberschaft haben. Das heißt, KI-Software produziert niemals ein Werk, auf das sie selbst Urheberschaft haben kann, denn Urheberschaft kann nicht bei einem Stück Software liegen. Die NutzerInnen eines solchen Tools, bei denen kann die Urheberschaft aber sehr wohl liegen, und zwar dann, wenn zur Generierung eines maschinengenerierten Textes ein signifikantes Maß an geistiger Eigenleistung eingebracht worden ist. Und was das sein kann, dazu kommen wir gleich. Zweite Frage, Kennzeichnungspflicht. Müssen Nutzende angeben, dass sie zum Beispiel ChatGPT genutzt haben? Die kann sich ergeben aus den Nutzungsbedingungen der Software. Bei ChatGPT ist das zum Beispiel nicht der Fall. Das heißt, Text, der aus ChatGPT übernommen wird, muss nicht als
ChatGPT-generierter Text gekennzeichnet werden. Und damit bleibt als zweite Quelle von Kennzeichnungspflichten nur noch möglicherweise geltende Prüfungsordnungen und sonstige Rahmenvorschriften einer Hochschule. Das heißt, solange dort nicht drinsteht, dass solche KI-generierten Texte tatsächlich gekennzeichnet werden müssen, müssen Studierende, Forschende, Wissenschaftlerinnen solche Texte auch nicht als KI-generiert kennzeichnen. Die letzten beiden Punkte, wie sieht es denn mit der guten wissenschaftlichen Praxis aus, mit Täuschungsversuchen? Also ganz klar ist, die markierte Übernahme von Texten, die eine KI generiert hat, ist in aller Regel kein Verstoß, außer das wird explizit ausgeschlossen. Wenn wir unmarkiert übernehmen, dann kann es sich um einen Täuschungsversuch oder einen Fall von schlechter wissenschaftlicher Praxis handeln, nämlich dann, wenn vorgegeben ist, dass jegliche verwendete Hilfsmittel und Quellen anzugeben sind. Aber das ist schwierig, dieser Teil, denn wir kommen gleich noch dazu, warum selbst so ein Satz, den wir in ganz vielen Eigenständigkeitserklärungen finden, dass alle verwendeten Hilfsmittel und Quellen angegeben worden sind, die unsere Studierenden im Rahmen teilweise einer eidesstattlichen Versicherung eben unterschreiben, dass solche Sätze möglicherweise nicht so weit tragen, wie wir hoffen würden. Und daraus ergibt sich Regelungsbedarf. Wir als Hochschulen müssen unsere Prüfungsordnung, unsere Eigenständigkeitserklärung und auch unsere Handlungsempfehlungen zum Beispiel im Kontext der guten wissenschaftlichen Praxis überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Und jetzt komme ich nochmal zum Punkt der Eigenständigkeit. Denn da könnte man folgende Argumentationslinie aufbauen, deren Beantwortung, deren rechtliche, vor allem gerichtliche Beantwortung noch nicht vorliegt. Das heißt, es könnte sich hier um eine durchaus gangbare Argumentationslinie handeln. Aber Hashtag not a lawyer, das ist dem Gutachten der Uni Bochum entnommen und als Argumentationsfaden von uns hier weiter gesponnen, ob das tatsächlich tragen würde in der Praxis. Das müssen zunächst einmal Rechtsabteilungen und eben Gerichte nochmal entscheiden. Aber das hier wäre eine mögliche Argumentationslinie. Also, wir starten bei dem Punkt, dass von generativer KI erzeugte Medien kein Werk im Sinne des Urhebergesetzes sind. Und sie haben damit zunächst keine Urheberin. Das haben wir gerade auf der Folie schon gesehen. Urheberin kann aber ein User werden. Und zwar dann, wenn die Prompts, also die Fragen, die an die KI gestellt werden, klug genug sind, sodass man eine hinreichende Schöpfungshöhe für sich reklamieren kann. Das heißt, sobald wir als Nutzer einer generativen KI geltend machen können, dass dieser Text, der da entstanden ist, nur deshalb da steht, weil wir so schlau gefragt haben, können wir argumentieren, die Schöpfungshöhe ist hinreichend hoch. Und damit sind wir als Nutzende und CopypasterInnen solcher KI-generierten Texte plötzlich die UrheberInnen. Damit ist die Autorin einer Hausarbeit, einer Bachelorarbeit, einer Abschlussarbeit, die KI-Texte übernimmt, für die eine solche Schöpfungshöhe angenommen wird, die Quelle. Und damit muss sie sich nicht selbst zitieren. Das schließt also aus, dass eben, wenn wir komplette Textteile aus dem ChatGPT-Fenster in eine Bachelor-, Master- oder sonstige Abschlussarbeit kopieren, dass wir das zitieren müssen als Quelle, wäre hiermit ausgeschlossen. Insofern hochgradig schwierig. Es verbleibt damit nur noch eine Verpflichtung zur Nennung als Hilfsmittel. Aber in einem Falle wie zum Beispiel Copilot, der ja ein integraler Bestandteil von Word ist, wäre ein solches Hilfsmittel aktuell womöglich nicht kennzeichnungspflichtig. Denn im Rahmen einer Eigenständigkeitserklärung sollen in aller Regel nur solche Hilfsmittel genannt werden, die eben nicht zum Standardrepertoire wissenschaftlichen Arbeitens gehört, und eine Textverarbeitung, die gehört mit Sicherheit dazu. Deswegen wird Word als ihr Hilfsmittel im Rahmen von Eigenständigkeitserklärungen und von wissenschaftlichen Arbeiten in aller Regel nicht erwähnt. Wenn aber generative KI Teil von Word ist, dann sind wir an einer Grenzlinie, wo nicht ganz klar ist, ob dann diese Funktion von Word als Hilfsmittel angegeben werden muss oder ob sich Studierende darauf und auch wir als WissenschaftlerInnen uns darauf zurückziehen können, zu sagen, naja, ist eine Textverarbeitung, die würde eh nicht angegeben, also haben wir es jetzt auch nicht gemacht. Wir sehen also, Eigenständigkeitserklärungen sind eine sehr schwierige Materie, weil aktuell nicht zu 100% klar ist, wie denn solche Eigenständigkeitserklärungen formuliert werden müssten, damit Studierende alle Textteile, die sie aus einer KI herauskopiert haben, als KI-Produkt gekennzeichnet werden. Denn nur eine Angabe wie, diese Arbeit wurde mit Hilfe von R, Python und ChatGPT
verfasst, hilft uns ja nicht dabei zu entscheiden, wie hoch denn der Anteil der Arbeit ist, für die ChatGPT verantwortlich ist. Das kann ein Satz sein, das kann auch fast die komplette Arbeit sein. Insofern würden wir ja eigentlich als Hochschullehrende wollen, dass alle Textteile, die direkt per Copy-Paste aus einer generativen KI kommen, auch als solche gekennzeichnet werden müssen, wie Prüfungsordnungen und auch sonstige Rahmenvorschriften und Handlungsempfehlungen zu formulieren sind, damit das tatsächlich eingefordert werden kann, rechtssicher eingefordert werden kann. Das ist eine offene Frage, aber das Gutachten der Ruhr und die Bochum liefert darauf schon ganz gute Antworten, insofern klare Leseempfehlung. Und damit kommen wir zu den Ein- und Aussichten. Aus unserer Sicht hier in Aachen ist es ganz klar so, dass Verbote von ChatGPT für Studium, Lehre, Forschung und auch für die Verwaltung nicht dauerhaft greifen werden und vor allem überhaupt nicht durchsetzbar sind. Denn solange wir nicht feststellen können, dass ChatGPT zur Erbringung einer bestimmten Leistung eingesetzt worden ist, haben wir ja gar keine Handhabe. Deswegen ist unser Ansatz ganz klar die KI-gestützte Text- und auch im Weiteren möglicherweise Medienproduktion. Wir haben gesehen, bei Bildern geht das schon, bei Programmiercode geht das schon, möglicherweise bald auch bei Konstruktionszeichnungen, bei Musik, bei Kunst. Also man kann sich sehr, sehr gut vorstellen, dass in absehbarer Zeit auch viele andere Fachdisziplinen durchaus von KI-gestützter Medienproduktion betroffen sein werden. Und wir dann zu dem Schluss kommen müssen, wir müssen diese ja generative KI als Werkzeug verstehen und nicht als Gegner, denn im zweiten Fall werden wir praktisch keine Möglichkeit haben, diese Gegnerschaft sozusagen für uns zu entscheiden. Die KI wird das an der Stelle gewinnen. Und das verschiebt den Fokus aus unserer Sicht ganz klar vom rechtlichen und technologischen hinein in den didaktischen Bereich. Die Frage ist also nicht, wie können wir ChatGPT verbieten, sondern die Frage muss sein, wie können wir Technologien wie ChatGPT sinnvoll, zielführend und nachhaltig in unsere Lehre integrieren, um unsere Studierenden fit dafür zu machen, mit Hilfe dieser Technologien dann später ihren Berufsalltag bestreiten zu können. Und das sind viel mehr solche Kompetenzen wie kritisches Denken, Reflektieren, die wir dann an der Stelle schulen müssen, als vielleicht so ganz eben basale Dinge wie einen Text zusammenzufassen, was von ChatGPT inzwischen offensichtlich in recht qualitativ hochwertiger Weise inzwischen übernommen werden kann. Damit entstehen aber ganz klar Fragen der Chancengleichheit und der Partizipation. Ich erinnere hier nochmal an ChatGPT. Ihnen ist vielleicht dieser Button aufgefallen. Man kann auch jetzt schon ChatGPT auf ChatGPT Plus upgraden. Damit erkauft man sich zum aktuellen Zeitpunkt unter anderem die Chance, ChatGPT 4 zu benutzen. Aber nicht nur das, man wird auch priorisiert behandelt. Das heißt, es kommt aktuell oft noch dazu, dass ChatGPT so massiv ausgelastet ist, dass eine normale Userin oder ein eben normaler User nur die Rückmeldung bekommt, ja, versuch später nochmal, aktuell geht hier nichts. Wenn man bezahlt, dann kriegt man diesen Prompt nie, dann funktioniert ChatGPT also immer. Das heißt, hier erkaufen wir uns mit eben Geld, mit finanziellen Mitteln, einen Vorteil gegenüber anderen. Das ist ganz klar eine Frage von Chancengleichheit und Partizipation. Die Frage wird umso drängender, wenn wir uns überlegen, dass eben natürlich auch offene KI und offene generative KI-Modelle aus meiner Sicht wirklich nicht am Horizont stehen, die ernsthaft konkurrieren könnten mit kommerziell getriebenen Lösungen. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, wie machen wir solche Technologien zugänglich einer Allgemeinheit, die möglicherweise aufgrund von monetären Einschränkungen oder auch von anderen Zugangseinschränkungen an einer solchen Technologie per se erst einmal nicht partizipieren könnte. Also entscheidende ethische und eben partizipative Fragen, die sich hier ergeben und die wir als Hochschulen werden beantworten müssen. Wir sehen also schon erheblicher Diskussionsbedarf in den Hochschulen, stark auch fachkulturell geprägte Diskurse, die hier angestoßen werden. Es lohnt sich also für uns als Hochschulen, uns mit ChatGPT zu befassen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen den Mund wässrig gemacht habe, ChatGPT mal selber auszuprobieren, auch die anderen Alternativen mal auszuprobieren und zu schauen, wie Ihnen das im eigenen Forschungs- und Lehralltag vielleicht eine Stütze sein kann und wo auch möglicherweise Grenzen liegen. Viel Spaß dabei und ich hoffe, wir bleiben im Austausch über die Frage, wie können wir an Hochschulen ChatGPT sinnvoll einsetzen. Ciao und tschüss.